im Gespräch Christopher Eisner, Trainer vom TSV Weil am Mainzer Tech. Spannendes Spiel, 20:0 geführt, nachher in der Halbzeit. Ja, was haben Sie sich gedacht? Bringen Sie es über die Runden oder? Ja, wir wollten eigentlich schon viel früher die Entscheidung suchen. Wir hatten auch die Möglichkeiten dazu. Es muss eigentlich zur Halbzeit schon 3 oder 4-0 stehen. Wir haben den Sack nicht zugemacht, er gewinnt mit 2-0 die Halbzeit, hatte eigentlich auch einen anderen Plan. Wie das 2-1 zustande kam, war ärgerlich, weil es eine Unstimmigkeit zwischen zwei Spielern war. Der Freistoß war dann gut geschossen. Aber letztlich habe ich dann auch versucht, jedem Spieler Spielpraxis noch zu geben, weil das Spiel einfach zur Vorbereitung gehört. Normalerweise hätte ich nicht so früh gewechselt, auch auf bestimmten Positionen. Mhm. Aber ich sehe das jetzt nicht als Genickbruch. Letztlich haben wir es immer wieder versucht, spielerisch zu lösen, haben viele Möglichkeiten gehabt, aber die nicht genutzt. Und Eisling hat halt auch gut auf Konter gelauert, Konter sehr gut gespielt und eigentlich aus 4 Möglichkeiten 3 Tore gemacht. Und das war der Unterschied. Okay. Wie ist der Ausblick für das kommende Spiel, das Ligaspiel am 14. August? Ja, gut, wir haben jetzt erstmal geht der Tech-Boten-Pokal los und jetzt haben wir da Konzentration drauf, aber natürlich, Bettring ist ein, sag jetzt mal, ein anderes Spiel, wo die Spieler auch mit einer anderen Einstellung reingehen, auch frischer sind. Ja, also wir haben heute ein WV-Pokalspiel verloren, Vorbereitungsspiel. Es ist kein Beinbruch, wir wissen, woran wir arbeiten müssen, wir sind auf einem guten Weg und irgendwie gehen wir weiter. Vielen Dank.